Der gemischte Gilly ist einfach geil. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingsgilly. Ja, da jetzt vermutlich Gott und die Welt Fazitvideos zu Operation Motherland macht, dachte ich, ich gehe das Ganze mal ein wenig anders an und versuche dir dabei zu helfen, möglichst optimal in Operation Motherland reinzustarten. Es gibt ja hier diese Destabilisierungseinsätze. Und bei diesen Destabilisierungseinsätzen gibt es sowas in der Art wie eine optimale Reihenfolge. Wenn wir hier auf der Karte schauen, ich habe hier leider schon einige Gebiete befreit und möchte das Ganze jetzt nicht nochmal komplett neu starten müssen, sehen wir hier die Destabilisierungseinsätze. Mein Gott, dieses Wort. Normalerweise, also standardmäßig, sind die noch abgedeckt, also nicht aufgedeckt, und müssen erst über ein Gespräch mit Karen Bowman über Funk freigelegt werden. Das habe ich hier schon gemacht, einfach damit ich dir zeigen kann, was es da so gibt. Wir haben hier zum Beispiel im Sperrgebiet 1, in Restricted Area 1, haben wir 4 Destabilisierungseinsätze. Es gibt auch Regionen, die haben nur 3 Destabilisierungseinsätze und es gibt auch welche, die haben 5. Das war, glaube ich, die hier, weiß ich jetzt gerade gar nicht so aus dem Kopf. Aber es gibt auf jeden Fall welche mit 3, 4 und 5. Es müssen immer knapp über die Hälfte der Destabilisierungseinsätze erledigt werden, um den finalen Einsatz in der Region freizuschalten. Ich würde dir aber empfehlen, alle diese Einsätze zu machen, denn die machen bis auf wenige Ausnahmen wirklich Spaß. Diese Einsätze haben immer bestimmte Auswirkungen, wenn sie erledigt werden. Diese Auswirkungen siehst du immer in orangener Schrift neben dem orangenen Symbol hier rechts unten. Es gibt 4 Arten dieser Auswirkungen. Es gibt Dinge, die sich auf dich als Spieler auswirken. Es gibt Dinge, die sich auf die Outcasts auswirken, beziehungsweise auf die Outcast-Präsenz. Es gibt Dinge, die sich auf gegnerische Einheiten auswirken. Und es gibt Dinge, die sich auf die finale Mission in dem Gebiet auswirken. 3 dieser Arten sehen wir hier bereits. Beim ersten, Kampf für Sicherheit, werden Flugdrohnen von den Straßen und Wegen in der Region entfernt. Bezieht sich auf gegnerische Einheiten. Die zweite Mission, Freier Himmel, ermöglicht es dir, in dieser Region zu fliegen. Manche Regionen haben eine Flugverbotszone, das siehst du hier an diesem Helikopter oder wenn du ganz rauszoomst, daran, dass die hier so rot markiert sind, auch mit so einem Helikopter, der durchgestrichen ist. Die dritte Mission, die Drohnenfrachttreffen, wirkt sich wieder auf gegnerische Einheiten aus, nämlich auf Bodendrohnen. Und der vierte Einsatz hat nur eine Auswirkung auf die finale Mission in dieser Region. Ich will dir auch noch ein paar Missionen zeigen, die sich auf die Outcasts auswirken. Da haben wir hier in Lake Country oder DT Helix, wie das hier in Motherland heißt, die Mission Abwerben neuer Verbündeter. Die erhöht generell die Rebellenpräsenz, also die Outcast-Präsenz in dieser Region. Und auf den Seal Islands in MN Copper, wie es bei Motherland heißt, gibt es die Mission Die gefangenen Outcasts, die auch wieder die Rebellenpräsenz, also die Outcast-Präsenz erhöht. Dann gibt es noch die Mission Die Bestie stehlen, die in der Region gepanzerte Fahrzeugpatrouillen der Rebellen, also der Outcasts, hinzufügt. Also da fahren dann auch gepanzerte Fahrzeuge der Outcasts rum. Welches wäre nun die optimale Reihenfolge bei diesen ganzen Aufgaben? Hier im Sperrgebiet 1 würde ich zum Beispiel als allererstes die Mission Freier Himmel angehen, denn es ist einfach so viel angenehmer, von Ort zu fliegen, als zu laufen oder zu fahren. Und außerdem ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man dann einen Kampfhubschrauber zum Beispiel fliegen kann. Als nächstes würde ich den ersten und den dritten Einsatz angehen, einfach damit die Straßen frei von Flug- und Bodendrohnen sind. Und dann als allerletztes, um die finale Mission der Region etwas einfacher zu machen, dann die vierte Mission. So generell kann man eigentlich sagen, dass Einsätze, die sich auf dich selbst als Spieler beziehen, das sind eigentlich immer nur diese Flugverbotsdinger, dass ich diese immer als erstes angehen würde, einfach weil ich im Grunde gerne fliege und die Flugmechanik bzw. Physik, die ist, glaube ich, auch ein klein bisschen geändert. Auf jeden Fall macht es mir mehr Spaß als vorher. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich es mittlerweile besser kann, aber wer weiß. Dann würde ich immer die Einsätze angehen, die sich auf die Region als Ganzes auswirken, und zwar in der Reihenfolge erst Gegner weg und dann Outcasts hinzu, also Rebellen hinzu.
Und dann als allerletztes würde ich die Aufgaben machen, die die finale Mission der Region vereinfachen. Aber welche Gebiete an sich, welche Regionen an sich solltest du denn jetzt zuerst angehen? Dazu kann ich dir kein Patentrezept geben, aber einen sehr, sehr wertvollen Tipp kann ich dir geben. Und zwar, auch wenn es Schwierigkeitsstufe 3 ist, mach zuerst das Sperrgebiet 1. Denn wenn du die komplett erledigt hast, das siehst du auch hier schon so angedeutet in gelber Schrift, verschwinden die Azrael-Drohnen, und zwar nicht nur in der Region, sondern komplett auf der Map. Das macht dir die ganze restliche Eroberung um einiges einfacher. Wobei ich dir tatsächlich auch empfehlen kann, lass dich einfach mal von einer Azrael entdecken, denn das ist jetzt wieder eine ganz neue Herausforderung, denn die Azrael-Drohnen hier, die rufen jetzt keine Wolves herbei, sondern Bodark-Einheiten. Und zwar auch nicht nur so 2, 3, sondern ein paar mehr. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich ein paar Mal extra entdecken lassen. Denn dann kommt ja auch dieser EMP-Stoß, wo man keine Drohne benutzen kann, keine Nachtsicht und nix. Und dann kann man auch die Tarnung nicht benutzen, was das Ganze dann nochmal herausfordernder macht. Und ja, also mir hat das Spaß gemacht. Kannst ja mal ausprobieren, wenn es dir nicht zusagt, machst du halt die Mission und dann sind die Azraels komplett für den Rest von Motherland weg. Falls du Motherland neu starten willst, wenn du es zum Beispiel durch hast und nochmal spielen willst, wie ich das hier gerade schon zum zweiten Mal mache, oder halt einfach so nochmal von vorne beginnen willst, aus irgendeinem Grund, dann kannst du das einfach hier tun über den Knopf Eroberung neu starten. Du behältst deine Sachen, die du dir ja erarbeitet hast, wie die Tarnung. Und ja, kannst halt einfach nur alle Einsätze nochmal machen. Ist quasi sowas in der Art wie ein New Game Plus. Oder New Game Plus. Habe ich ja auch schon öfters in den Kommentaren gelesen, dass sich sowas gewünscht wird. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir den Start in Operation Motherland etwas erleichtern, wenn dann jetzt die Wartungsarbeiten in ein paar Stunden beendet sind. Und ja, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß. Motherland ist so ein geiles Update. Und ja, ich hoffe, du hast genauso viel Spaß damit, wie ich hatte und immer noch hab. Und dann sehen wir uns morgen im ersten Let's Play Video dazu oder Let's Play Guide inklusive Timestamps, also Videokapitel. Und ja, dann bis morgen, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.